Hallo und herzlich willkommen bei Heute kochen wir. Heute bereiten wir eine Hexensuppe zu. Viel Spaß! Dazu benötigen wir 500 Gramm Hackfleisch, eine kleine Dose Champignons, ein kleines Glas Pustasalat, eine kleine Dose Gulaschsuppe, 50 Gramm Tomatenmark und 200 Gramm Sahneschmelzkäse, eine kleine Dose Mandarinen, 200 Gramm Sahne und 2 Esslöffel Tabasco, etwas Öl zum Anbraten und natürlich Salz und Pfeffer zum Würzen. Erhitzt das Öl in einem Topf und bratet darin das Hackfleisch an. Jetzt gebt ihr alle Zutaten bis auf die Mandarinen in den Topf und lasst alles zusammen aufkochen. Würzt die Suppe mit Salz und Pfeffer und lasst sie für ca. 2 bis 3 Minuten köcheln. Gebt nun die Mandarinen hinzu und rührt diese unter. Jetzt ist die Suppe fertig und kann angerichtet werden. Wie feurig eure Suppe sein soll, bestimmt ihr selbst. Aber seid vorsichtig mit dem Tabasco. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.